Hallo und grüß Gott, meine Streamer. Herzlich willkommen zum nächsten Part unseres Booktober Halloween Let's Plays. Falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, schaut's euch an. Mega viele Erkenntnisse gewonnen. Und einfach crazy, was gerade abgeht. Das Digimon, was auftaucht, ist einfach crazy. Wir sind jetzt in der Fabrik, wo die feindliche Basis ist. Und der letzte Part ist ein bisschen ausgeartet mit einem Rekrutierungskampf, den ich so nett geplant gehabt habe, aber ja. Das heißt, Minoru hat ja etwas entdeckt. Blaster, sehr schön. Was dann quatscht man mit Minoru? Hast du was gefunden? Nein! Oh, super. Wir spüren hier beide etwas Verdächtiges. Piedmon? Nein, etwas anderes. Etwas anderes? Aber wir sehen nichts. Ach ja, Takuma. Schaut durch die Karte, schaut durch die Kamera. Was? Das ist unsere Entwicklungsenergie. Und zwar jede Menge davon. Was? Das ist ja fantastisch! Wenn wir diese Energie nutzen, dann sind wir vielleicht auch bereit für Piedmon. Super, Falcomon! Ich wusste, dass wir uns auf dich verlassen können. Nicht der Rede wert. Keine falsche Bescheidenheit. Das ist echt beeindruckend. Minoru und Falcomon sind wieder die Alten. Ja, oder vielleicht noch mehr als früher. Aber es war gut, dass Falcomon einen Grund gefunden hat, sich umzusehen. Und Minoru hat vorgeschlagen, dass wir die Kamera benutzen. Ja, auch vielen Dank, Minoru. Du hast vorgeschlagen, die Kamera zu benutzen. Ach ja, das hat doch jeder. Wir benutzen sie, seitdem wir hier sind. Da kommt euch das zuerst in den Sinn. Du bist verlegen. Das ist er. Ich bin nicht verlegen. Weiter geht's, weiter geht's. Oh, es ist Saki. Ob sie wohl Hinweise gefunden hat? Tut mir leid, Takuma. Ich habe noch nichts gefunden. Ich suche zwar mit der Kamera, sehe aber nichts Hervorstechendes. Alles gut, lass dir Zeit. Du hast recht, ich muss ruhig bleiben, aber die Panik verschwindet einfach nicht. Echt jetzt? Du wirkst überhaupt nicht panisch. Ich bin beeindruckt, Saki. Beeindruckt? Wovon denn? Du hast deine Gefühle immer besser im Griff. Du bist kein Opfer mehr. Du hast gelernt, alles ruhig zu durchdenken. Die Situation zu bewerten? Meinst du? Ist mir gar nicht aufgefallen. Sie ist wirklich ganz anders. Sie tut zwar immer noch so locker, aber man sieht, wie sehr sie sich um alles sorgt. Aber sie scheint von ihrer Wandlung nichts mitbekommen zu haben. Du wirkst wesentlich reifer. Als wärst du mit dir im Reinen. Du flippst nicht mehr so aus, wenn du Panik hast oder sauer bist. Nicht wahr? Sie ist viel reifer geworden. Auch wenn sie sich das nicht anmerken lassen will, legen alle ihre... Sie sorgt sich um uns alle. Das sieht man. Echt jetzt? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Solange man nicht mehr ein falsches Bild von mir hat... Oh, da ist Mio. Da ist Mio, da ist Mio, da ist Mio. Da ist Mio, da ist Mio, da ist Mio. Oh, Takuma, guck mal, tada!
Boah, was ist das? Dieses zerfetzte Kabel habe ich gerade gefunden. Wie eine Schlange. Hattest du Angst? Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt für solche Überraschungen. Tut mir leid, Takuma. Mio hat auch ziemlich Angst. Schakoman, das war ein Geheimnis. Aber sie tat alles, um so zu wirken, als wäre nichts. Sie kämpft gegen ihre Ängste an. Also halt dich bei ihr zurück, okay? Ah. Ja, erzähl ihm ruhig alles. Wow, Mio schlägt sich gut. Sie löst alle Probleme selbst. Sie bittet mich nicht um Hilfe, obwohl sie noch so jung ist. Pass auf, hinter dir, Mio. Dies ist mal eine echte Schlange. Oder? Ah! Hey, Takuma, das ist keine Schlange. Hör auf mit dem Blödsinn, mich so erschrecken zu wollen. Was denn? Ich habe es dir nur heimgezahlt. Okay, schade. Okay, schade. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben einige Items gekriegt. Ich setze einen kurzen Cut und grüße ein bisschen was auf. Und bis gleich, weil bevor es weitergeht und das schon das Finale ist, würde ich ganz gern ausgerüstet sein. So, da wären wir wieder. Ich habe jetzt alles ausgerüstet, was ich ausrüsten will. Ich habe ein bisschen nur Erfahrung verteilt, ein bisschen Skills und so weiter gelevelt, damit man, falls das jetzt wirklich dann schon das Finale ist, gerüstet sind. Und ja, soll ich mit dem Professor reden? Hast du was gefunden, Takuma? Nein, alles gut. Aha, also ich sage es nochmal, wir müssen sehr vorsichtig sein. Wenn wir verletzt oder besiegt werden, kann niemand mehr Miyuki helfen. Apropos, warum war sie das Ziel? Und warum nennt sie sie die Magd? Anscheinend ist Miyuki für sie etwas Besonderes. Magd. Das hört man in unserer Welt nicht gerade oft. Manchmal verkaufen Schreinmägde an großen Schreien Amulette. Ah ja, aber das war nicht die ursprüngliche Rolle einer Magd. Mägde standen angeblich im Dienst der Götter und besänftigten sie mit Musik. Und sie hörten die Götter, die vor ihrem Besitz ergriffen, um durch sie zu sprechen. Die Götter? Was, wenn diese Welt Götter hat? Könnte Miyuki eine Brücke zwischen diesen Göttern und den Kreaturen hier sein? Erwarten die Feinde, dass sie sich für sie einsetzen? Und warum sollte sie das müssen? Wollen sie also, dass sie für sie singt, um die Wörter der Götter zu hören? Wurde Miyuki entführt, um zu den Göttern zu singen? Was? Miyuki singt doch ab und zu, oder? Sie haben eines ihrer Lieder gesummt. Das könnte es sein. Hör mal, Takuma. Zu Hause habe ich den Glauben an die Kimonogami untersucht. Zu der Zeit gab es etwas über eine Blutlinie, die den Kimonogami diente. Eine Familie, die den Kimonogami diente, und der Name war Minase. Und der Name meiner Schwester ist Miyuki Minase. Miyuki Minase? Ja, oh ja. Du hast mir geholfen, mich zu erinnern. Dieses Lied von Miyuki, das ich gesummt und vergessen hatte. Das war ein traditionelles, sakrales Lied der Familie Minase. Miyuki war eine Magd im Kimonogami-Schrein. So besonders war sie nicht. Haru, was ist los? Du bist ja total durch den Wind. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich muss über Miyuki reden. Sie hatte einfach Angst vor dem Alleinsein. Sie war weder mächtig noch was Besonderes. Deswegen habe ich versprochen, ihr zu helfen und immer an ihrer Seite zu sein. Und trotzdem sang sie ständig dieses Lied. Dieses heilige Lied? In diesem Lied geht es darum, dass zwei getrennte Welten wieder vereint werden. Vielleicht haben ihre Gedanken dich wieder in diese Welt gerufen. Miyukis Gedanken haben mich wieder in diese Welt gerufen? Was zur Hölle? Weißt du was, Haru? Ich kann es dir nicht sagen. Du musst dich schon diesen alten Dummkopf da fragen. Aber eins kann ich sagen. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie gerade wieder aufgetaucht sind.
Ich werde Miyuki retten. Niemand sonst. Haru, warte. Wurde ich herbeigerufen? Wieder herbeigerufen? Ich... Heißen Sie sie zusammen, Professor. Alles in Ordnung. Mir geht es gut. Stimmt das? Ist Miyuki wirklich meine... Warum hatte ich das vergessen? Sie sind wieder total blass. Setzen wir uns kurz da vorne hin. Tut mir leid. Nur noch ein bisschen, dann fügt sich alles zusammen. Wenn aus den Fragmenten in meinem Gehirn ein einziger Gedanke werden kann, dann habe ich wenigstens eine Ahnung davon, wie wir nach Hause kommen. Aber warum? Muss ich mich daran erinnern? Gehört dieses Gefühl zu meinen alten Erinnerungen? Oder ist es Furcht? Wovor habe ich solche Angst? Beruhigen Sie sich, Professor. Ruhen Sie sich erstmal aus. Ja, du hast recht. Ich werde hier ein bisschen verschnaufen. Professor, der letzte Kampf steht kurz bevor. Ohne Sie können wir nicht gewinnen. Sie müssen auf sich Acht geben. Du hast recht. Danke, Agumon. Mein Körper und mein Geist brauchen Ruhe. Dann wird dann Taskmon und Triceramon. Ich gehe erstmal mit den anderen wieder quatschen. Oh, ist es Saki, ob sie etwas herausgefunden hat? Ups. Wir könnten bald auf dem Weg nach Hause sein. Das ist wirklich so. Ist so unwirklich. Ich habe mich ständig gefragt, wann ich wohl sterben würde. Eins nach dem anderen, Saki. Wir wissen immer noch nicht, ob wir Piedmon besiegen können. Tut mir leid. Du hast recht. Aber wir sollten versuchen, positiv zu denken, oder? Wenn ich mich vorstelle, was wir machen, wenn wir zu Hause sind, das hilft mir. Das ist auf jeden Fall besser, als einfach nur bedrückt zu sein. Hoffentlich können wir dann zusammen sein, Agumon, Florimon und alle anderen. Vielleicht kann ich dann aber nicht sofort zu euch kommen. Wieso nicht? Ist doch ganz normal. Ich muss Dinge erledigen, Leute treffen. Dinge erledigen? Seltsam. Vielleicht sollte ich sie fragen, was sie damit meint. Wir sind jetzt besser befreundet, aber persönliche Fragen... Du hast Geheimnisse, Dinge zu erledigen. Du weißt schon, Dinge. Warum bist du so neugierig? Dinge, einfach Dinge, ja? Heißt das, dass Florimon weiß von Saki redet? Schade, Saki. Darf ich vielleicht was sagen, Takuma? Was? Wäre es in Ordnung, wenn du dich um meinen Bruder kümmerst? Er könnte jeden Moment in die Luft gehen. Das erkenne ich an seinem Gesichtsausdruck. Klar doch, kein Problem. Aber warum fragst du mich? Ich wollte eigentlich selbst auf ihn aufpassen, aber... Ja, er sieht mich ständig an. Ich will nicht, dass er Verdacht schöpft. Warum können sie nicht einfach als Bruder und Schwester miteinander auskommen? Er spricht eigentlich nur das schlechte Timing dagegen, das abzulehnen. Passen wir beide auf ihn auf. Mich beschäftigt das auch, aber ich kann nicht die ganze Zeit auf Kaito aufpassen. Wir sollten ihn beide im Auge behalten. Was? Ich auch? Ist das schlimm? Ich war genervt, weil er sich solche Sorgen um mich gemacht hat. Das wäre heuchlerisch. Oh, darum geht es also. Ja, danke für deine Hilfe, Takuma. Moment mal, was? Wir haben uns nicht geeinigt. Geht's ab zu Aoi. Aoi, Aoi. Ist das Aoi? Oh, nice. Kampf. Let's go. Bis gleich. So, dann habe ich einen freien Kampf schnell gemacht.
ja, war nicht wirklich der Rede wert, aber hat ein bisschen Zeit gespart. Ja, schauen wir einfach mal, was er euch zum Sagen hat. Hey Takuma, schau dir das mal an. Eine Markierung an der Wand? Sieht neuer aus als die andere Schäden, vielleicht stammt sie vom Piedmann. Das könnte er an der Wand gekratzt haben. Trotzdem, gute Arbeit, dass du diese kleine Markierung gefunden hast. Tja, ich muss alles geben. Ich suche weiter. Bringt Lob sich durcheinander, das wirkt nicht wie eine verlegene Reaktion. Sie hat einen Hinweis gefunden, aber sie soll ihre Einstellung nicht ändern. Sie soll sich fragen, ob irgendwas nicht stimmt oder soll ich es einfach lassen? Weiter so. Danke, Aoi, weiter so. Wenn du weiterhin diese Hinweise entdeckst, finden wir Miyuki und Piotman bestimmt. Du hast recht. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Aber tut mir leid, dass ich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu freuen. Wie auch immer, sieht diese Markierung aus, als wäre sie in Richtung Norden unterwegs. Norden? Da sehe ich ein Gebäude. Aber wir haben noch keinen Weg dorthin gefunden. Dann suchen wir einen. Ich beeile mich, warte hier. Sie soll ruhig darauf konzentrieren, bestimmt treibt sie die zu. Okay, ja, ich verstehe, wie du meinst. Es ist okay, solange die Angst sie antreibt. Aber ich fürchte, irgendwann explodiert sie. Naja, ob es dem Professor jetzt wohl besser geht? Ich sollte mal nach ihm schauen. Wir schalten Naois und Labramons Ultra-Level frei, I guess. Aoi ist nicht hier. Angeblich geht sie hier manchmal mit Labramon spazieren. Ich dachte, ich würde sie hier treffen, aber... Ach, ich frage sie einfach später. Ha? Ach, das sind sie ja, Aoi und Labramon. Aoi sieht sauer aus, worüber sie sich wohl unterhalten. Ich muss stärker sein, zuverlässiger. Darüber habe ich viel nachgedacht. Aber du bist doch zuverlässig. Ich kenne dich von allen am besten und das finde ich. Nein, das reicht mir immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht gut genug. Hast du immer noch Angst, den anderen zur Last zu fallen? Das stimmt nicht, weißt du? Danke, Labramon, aber deswegen mache ich mir keine Sorgen. Natürlich will ich die anderen nicht behindern oder nerven, aber ich möchte gerne zuverlässiger sein, das ist alles. Ich will jemand sein, der die anderen beschützen kann. Oh, das klingt doch toll, Aoi. Ich helfe dir, okay? Frag mich, was du willst. Das mache ich, danke, Labramon. Irgendwie merkwürdig. Merkwürdig? Was ist merkwürdig? Wie sehr besorgt oder deprimiert ich auch bin. Ein Waldspaziergang mit dir macht mir immer den Kopf frei. Wenn es dir hilft, gehe ich viel mit dir spazieren. Wie du willst, Aoi. Danke, Labramon. Ich verstehe, Aoi bespricht auf diese Spaziergänge mit Labramon ihre Sorgen, aber sie ergibt sich auch große Mühe, sich zu ändern. Das sollte ich auch. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt für meine Frage. Ich stelle mich einfach davon. Was? Wer ist da? Was zum Mist? Sie haben mich gesehen. Ach, was soll's. Ich komme einfach raus und erkläre was. Oh nein, war das etwa ein Feind? Mann, die waren doch noch nie hier. Beruhig dich, Aoi, überlass das mir. Ich werde nicht zulassen, dass dir auch nur ein Haar gekrümmt wird. Labramon, Shinkan! Keberus, Mann! Das ist hart. Alles in Ordnung, Labramon? Eigentlich schon. Sorry. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich gewinne. Labramon, ich gebe das nur zwar ungern zu, aber du hast recht. Du tust immer alles, um mich und die anderen zu beschützen. Aber eine Kraft, die nur beschützt, reicht gegen diesen Kerl nicht aus. Ich will mehr, mehr Macht. Nicht nur zu beschützen, sondern zu überwältigen. Es ist zwar frustrierend, stimmt aber... Wir brauchen mehr Macht gegen unsere Feinde. Ich will keine Dame in Not sein. Ich will alle verteidigen. Und dazu brauche ich Macht. Labramon, was hast du? Dieses Gefühl, deine Sehnsucht nach Macht, sie durchströmt mich. Deine Willensstärke, der Mut, der sich so anstandhaft macht.
Sie verleihen mir Stärke. Kerberus Mon. Was geht hier vor sich? Tut mir leid, dass du erwarten musstest, Aoi. Ich werde dich nicht noch einmal enttäuschen. Jetzt werde Zeuge dessen, wie es ist, so stark zu sein, wie man nur möchte. Kampf beginnen. Höllenfeuer. Sehr schön. Nicht mehr. Ich bin jetzt Kerberus Mon. Deine Willensstärke hat mich verwandelt. Meine Willensstärke? Diese langen Krallen und Zähne, sind die das Resultat meines Traums von Stärke? Jagt mein Haus in dir Angst ein? Also ein bisschen, aber ich habe keine Angst vor deinem Körper, sondern vor dem Schärfen des monströsen Form, die Macht, die ich herbeigesehnt habe. Kann ich solch eine Macht wirklich beherrschen? Keine Angst, solange du ein reines Herz hast, raubst es dem bla 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 bla. Du kommst schon damit klar, Aoi. Ich glaube an dich. Kerberus Mon. Du hast recht. Macht verletzt andere nicht willkürlich, wenn man sich richtig nutzt. Ich tue, was ich kann, um deinem Vertrauen gerecht zu werden. Also bitte bleib bei mir. Das ist doch mein Spruch. Aoi, sie hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich muss mithalten. Kerberus Mon. Let's go Ultra Level für alle. Soll ich mit dem Professor reden? Sag mal, hast du kurz Zeit? Alles in Ordnung, Professor? Naja, auch wenn ich versuche, nicht nachzudenken, lässt das mein Gehirn nicht zu. Aber vergessen wir das, schau mal. Der Schutt von der Mauer. Sieht das nicht aus, als wäre aufgehäuft worden? Und in der Mauer ist eine dünne Linie. Ja, ich glaube, das konnte eine Tür sein. Dieser Schutt wurde bewegt. Vielleicht will uns Piedmon hier abschütteln. Indem er die Tür versiegelt? Ja, das wäre möglich. Agumon, helf mir mal, den Schutt wegzuräumen. Sind schon dabei, Professor. Ja, ich helfe mit 3 Leuten, das ist noch schneller. In Ordnung, los geht's. Auf die Plätze und... Ja, ich glaube, wir haben alles weggeräumt. Das war anstrengend, als erwartet, mein Rücken. Aber wie ich es mir gedacht hatte, ist in der Mauer eine Tür. Und der Ausrichtung nach zu urteilen, führt die Tür zum Gebäude im Norden. Wir haben gesucht und gesucht, Piedmon oder Miyuki, aber noch nicht gefunden. Dann müssen sie hinter dieser Tür sein. Sie sind bestimmt in diesem Gebäude.
Das sollten wir uns ansehen. Vorher müssen wir aber allen sagen, was wir gefunden haben. Alles in Ordnung, Professor? Kannst du dich bewegen? Ja, alles gut. Tut mir leid, dass ihr euch solche Sorgen machen musstet. Das war kein schöner Anblick. Aber jetzt geht es mir besser. Ich kann mich bewegen, kein Problem. Gut, oh, haben Sie sich schon an irgendwas erinnert? So langsam kommt alles zurück. Verschiedene Kindheitserinnerungen. Aber das ist alles noch durcheinander. Ich wüsste nicht, was ich zuerst erzählen sollte. Ich werde versuchen, meine Gedanken unterwegs zu sammeln. Sie könnten sich noch ein bisschen ausruhen. Nein, ich weiß nicht mal, ob uns diese Erinnerungen helfen, nach Hause zu kommen. Falls das so ist, würde ich die wenigen Energie lieber dafür nutzen, Miyuki zu retten. Wenigstens kann ich mir jetzt alles besser erklären. Wenn wir Informationen brauchen, um nach Hause zu kommen, sage ich sofort Bescheid. Sie sagen es mir? Du bist vernünftig und vertrauenswürdig. Ja, du sollst es hören. In Ordnung, Professor. Aber etwas kann ich dir schon jetzt erzählen. Eine Theorie, die auf meinen Erinnerungen basiert. Es geht um das Lied, das Miyuki hier und meine Schwester Miyuki Misane beide gesungen haben. War das Haru Stimme? Beeilung, Takuma! Garurumon, so kodoke! Sono saki ni Miyuki ga iru ndaro? Baga baga shi! まだあの人間の子供に固執するのか。お前に私の気持ちがわかるものか。わからねえよ。人間なんかを信じる気持ちなんてな。俺が裏切られているのを知っているくせに、よくもまあ人間を盲信し続けられるな。お前を裏切った白状な人間とみゆきを一緒にするな。お前は裏切られるべくして裏切られただけだ。言うじゃねえか。だったら、お前の大好きな人間はお前に何をしてくれた？お前は何の見返りも得ていないじゃねえか。ただただ傷ついて、辛い思いをしているだけだ。人間なんか、dieser Miyuki ist Renamon。心になってまで守る価値などない。Und Miyuki ist der Professor Aharumani。Haru ist Renamon und der Professor ist Haru. Jetzt ergibt alles Sinn. うるさい。俺は俺自身の復讐のために動いているだけだ。主や世界なんていうあやふやなもののために動いてるんじゃねえ。だったら、お前たちは。ガルルモンに、ハル？ハル君。下がりなさい。君がこれ以上傷つくことは。お前が私に指図するな。チッ、見たくもねえ顔がまたやってきやがった。ガルルモン、やはり君は過去の私の。ガルルモン、お前は言ったよな。ファック。Sorry Leute, es ist gerade ein ordentlicher Teil verschwunden. Mein Switch bzw. OBS hat sich aufgehängt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert ist. Aber ja. Tut mir leid. なぜ殺さない？
ここまでにだってあいつを殺すチャンスはあったはずなのに。違う、そんなことは。お前はまだ迷っているんだ。あいつを恨んでも恨みきれていない。黙れ。殺したいほど恨んでいるのに同じくらいに迷っている。そんな状態で主の思惑に乗ることがどんなに愚かしいことか、お前は分かっていない。黙りやがれ。ハル。うるせえうるせえうるせえ。何が絆だ、何が運命だ。そんなものにすがりつくお前らも、そんなものにすがっていた過去の俺も、何もかもくだらねえ。全部全部消し飛ばしてやる。Okay, das wird wohl der finale Kampf gegen Garurumon. Hast noch diesen Part, haben wir dann wahrscheinlich nur 2, 3, 4, 5 Parts. Ich glaube eher so 2, 3 Parts und dann haben wir den ersten Run von Digimon Survive durch. Ja. Schau mal. Takumaku, 大丈夫? Minna, 来てくれたんだ。でっかい言い争いが聞こえた。Schauen wir mal, ob wir das heute nur aufnehmen oder nächste Woche. Damit ich eventuell nur ein bisschen planen und strecken kann. Oder ob nach dem ganzen Piedmon klumpert, nur irgendeine Story kommt. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt. So, dann haben wir einen Kampf gegen Garurumon. Wir nehmen auf alle Fälle Floramon mit. Wir nehmen auf alle Fälle Labramon mit. Aber wir nehmen auf alle Fälle R mit. Und los geht's. Dann haben wir alle unsere Ultra-Level-Digimon beisammen. Und dann sollte es kein großes Problem darstellen. Ja, das kümmert sich um die Gazimon. Irgendwo eine Kiste, da hinten ist eine Kiste, da wahrscheinlich A. Okay, das heißt, die bewegen wir einfach mal. Da Richtung Kiste. Entwickelt me into den. Dann rede ich mit Agumon, damit sich der mehr bewegen kann. Oder auch nicht. Doch, er hat ein viel, viel breiteres Bewegungsfeld jetzt. Sehr schön. Dann einmal entwickeln. Bitte, danke. Und Zug bieten. Labramon bleibt bitte dabei, Metall Garurumon. Und Floramon kommt auch rüber zu Yatagaramon. Und sie auch gleich mal entwickeln. Blossomon würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was der Gegner so macht. Beziehungsweise bin ich gerade am überlegen, ob ich nicht nur mit Herm da
Longi. Oder Kumi. Kumi an die Kiste. Sehr schön. Nein, komm nicht an die Kiste. Okay. Ist denn was? Nur die Kiste da oben. Wie komme ich da ran? Keine Ahnung. Da, maybe? Ich habe echt keinen Plan. Dann ist mir die Kiste aber jetzt erstmal wurscht und gehe Richtung Garurumon. Sag ich, wie es ist, dass mir die Kisten dann jetzt wurscht. War jetzt zwar Zeitverschwendung, aber so ist es halt. Die zwei Kisten da hinten, da oben ist mir jetzt egal. Weil da weiß ich gerade nicht, wie ich rankomme. Und für die zwei Kisten da hinten brauche ich Mayatagata-Summon. Weil das kommt da eher ran. Destroyer. Spiralblume. Berusmon. Bewege ich mir halt nur A, fährt noch vor, ist A fein. So, Blossomon, geht da nach vorne, bitte, danke. Aber an dieser Stelle...
Stelle, meine lieben Dreamies, würde ich sagen, beende ich den Part für heute. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass hier kommt zwei Teile in diesem Projekt. Auf alle Fälle wünsche ich euch nur ein wunderschönes Halloween-Fest, ein wunderschönes Spooktober, eine Gruselzeit. Wenn ihr bis dahin geschafft habt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ansonsten sieht man sich im nächsten Video wieder.